Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf, die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der FDP für ein Gesetz zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung, Drucksache 19/3479. Eingebracht wird der Gesetzentwurf von Herrn Kollegen Hahn. Bitte schön, Herr Kollege, bitte Sie um die Einbringung. 5 Minuten. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Der Hessische Rechnungshof hat einen Kommunalbericht 2015 vorgelegt, der eine Zusammenfassung von 2, 4, 6 vergleichenden Prüfungen von der 178. bis zur 183. gegeben hat. Er hat diesen Kommunalbericht in dem einen und anderen Ausschuss unseres Hauses vorgetragen. Wir als Freie Demokraten haben den Präsidenten und seine leitenden Mitarbeiter gebeten, uns in der Fraktion ebenfalls noch einmal diesen Bericht vorzulegen. Bei 90 der geprüften 114 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen von durchschnittlich 1,1 Millionen Euro, 90 von 114, fehlten systematische und konsequente Berechnungen aller projektbezogenen Folgekosten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das reicht eigentlich schon, dass wir uns hier in diesem Hause darüber unterhalten müssen, welche Handreichungen geben wir insbesondere den ehrenamtlich tätigen Mitgliedern von Kreistagen, von Stadtverordnetenversammlungen, von Gemeindevertretungen. Welche Handreichungen geben wir diesen, dass sie bei einer wichtigen Entscheidung für ihre Kommune wissen, was sie in der Zukunft für ihre Kommune eigentlich tun? Also, sie wissen, sie bauen eine Halle. Sie wissen, sie bauen einen Kindergarten. Sie wissen, sie bauen ein neues Feuerwehr-Gerätehaus. Und da alle hier irgendwie Kommunalpolitiker sind, muss ich Sie jetzt nicht belasten mit weiteren Wissen, um welche Gebäude oder Einrichtungen es geht. Aber Sie wissen nicht, was dieser Beschluss, den Sie gerade fassen, in 10 Jahren für Folgekosten für Ihre Kommune hat. Sie wissen nicht, ob Sie sich dann in 10 Jahren vielleicht noch einmal so eine Maßnahme leisten können oder aufgrund der Folgekosten, die mit Ihrer jetzigen Entscheidung zusammenhängen, so gebunden sind, dass sie nicht mehr frei entscheiden können. Der Hessische Rechnungshof, Landesrechnungshof hat deshalb vorgeschlagen, und wir übernehmen den Vorschlag 1:1. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben abgeschrieben, aber wir sagen es auch deutlich, wir haben abgeschrieben, dass § 12 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung in 3 zentralen Punkten geändert, Sie können auch sagen, verschärft werden soll. Erster Punkt. § 12 geht davon aus, dass bei Investitionen etwas gemacht werden muss. Wir sagen, es ist richtig, dass aus dem Wort Investitionen finanzwirksame Maßnahmen werden. Das ist ein weiterer Begriff. Darunter sind auch andere Dinge zu subsumieren, die aber trotzdem in 10 Jahren zu den Folgekosten führen können. Die zweite Änderung ist, in § 12 steht bisher soll. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das hilft dem ehrenamtlichen Stadtverordneten wenig weiter, wenn der Magistrat oder der Bürgermeister oder wer auch immer der Kämmerer das nicht macht. Deshalb wollen wir reinschreiben, ist zu machen. Also aus soll ein ist. Und das Dritte ist in unseren Augen das Wesentlichste. Ich muss gestehen, dass ich erst durch die Anhörung so richtig gelernt habe, aber deshalb habe ich ja auch vor vielen Jahren, Jahrzehnten mit Norbert Schmitt zusammen Jura studiert, dass es verschiedene Arten von Folgeberechnungen gibt. Ich hatte immer gedacht, es gibt eine anerkannte und das war's. Ist nicht, wie wir jetzt gelernt haben. Und deshalb wollen wir in einem dritten Punkt auch das übernehmen, was der Rechnungshof aufgeschrieben hat. Dabei sollten anerkannte Investitionsrechnungsverfahren zum Einsatz kommen und insbesondere bei langlebigen Investitionsgütern dem Lebenszyklusgedanken Rechnung getragen werden.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind wirklich sehr gespannt, wie Sie von den anderen Fraktionen mit diesem unserem Vorschlag umgehen. Sollten Sie sich stören daran, dass da FDP steht, ersetzen Sie einfach FDP durch Hessischen Rechnungshof. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hamm. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Goldbach. Sofort? Oh, Entschuldigung, das habe ich dann falsch verstanden. Dann spricht zuerst für die Landesregierung Staatsminister Beuth. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Gesetzentwurf der FDP zielt auf eine Änderung des § 12 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung ab. Die Vorschrift regelt derzeit, dass Kommunen, bevor sie wirtschaftlich bedeutsame Investitionen beschließen, durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich mit Berücksichtigung der Folgekosten die für sie wirtschaftlichste Lösung ermitteln sollen. Nach dem Vorschlag der FDP soll die Vorschrift verschärft werden und die Kommunen zukünftig verpflichtet werden, stets einen Wirtschaftlichkeitsvergleich herbeizuführen. Zudem schlägt die FDP vor, den Anwendungsbereich auf jegliche finanzwirksame Maßnahme von erheblicher Bedeutung und damit auch auf Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen zu erweitern. Meine Damen und Herren, die Abteilung Überörtliche Prüfung des Hessischen Rechnungshofes hatte sich mit der Problematik, wie Herr Hahn gerade eben vorgestellt hat, in der 178. vergleichenden Prüfung beschäftigt. Der Kommunalbericht 2015 enthält dazu einige kritische Anmerkungen und weist insbesondere auf Versäumnisse von Kommunen bei den Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen hin. Im Rahmen der Anhörung im Unterausschuss des Landtages für Finanzcontrolling, Herr Dr. Hahn hat da eben darüber gesprochen, am 11. Mai hat der Präsident des Hessischen Rechnungshofes bereits eine konkrete Änderung eben vorgeschlagen, die hier aufgenommen worden ist. Das hat der Kollege Hahn ebenfalls dargestellt. Die derzeit gültige Gemeindehaushaltsverordnung ist bis zum 31.12.2016 befristet und befindet sich derzeit in einem Evaluationsverfahren. Ein erster Änderungsentwurf wurde bereits im Herbst 2015 unter anderem den Kommunalen Spitzenverbänden, dem Hessischen Rechnungshof und dem Finanzministerium zur Anhörung zugeleitet. Demnächst wird ein fortgeschriebener Änderungsentwurf erneut unter anderem den Spitzenverbänden sowie dem Hessischen Rechnungshof zur Stellungnahme zugeleitet. Darin enthalten ist unter anderem der Vorschlag des Hessischen Rechnungshofs für eine Änderung des § 12 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung. Die Stellungnahmen der weiteren zu Beteiligten werden wir dann entgegennehmen müssen im weiteren Verfahren. Ich wollte das der Fairness halber sozusagen hier am Anfang der Debatte, Herr Kollege Hahn, gleich sagen. Wir haben sozusagen die Überlegungen, die der Rechnungshof angelegt hat, aufgenommen in einen entsprechenden Entwurf. Ich weise rein formal noch darauf hin, dass es sich hier um eine Rechtsverordnung handelt und nach der einschlägigen Rechtsprechung es dem Landtag nicht obliegt, diese Rechtsverordnung zu ändern. Aber ich glaube, wir kommen am Ende zu einem gemeinsamen Ziel, wenn es um den § 12 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung geht. Das wollte ich, wie gesagt, am Anfang der Debatte sagen, damit sich alle anderen auch darauf beziehen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN spricht nun Frau Kollegin Goldbach. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Die Feststellungen, die der Rechnungshof in seinem Kommunalbericht getroffen hat, sind schon erheblich. Und natürlich haben wir uns das sehr genau angeschaut. In dem Bereich Baumanagement, Bauprojektmanagement sind in 20 geprüften Städten Ergebnisverbesserungspotenziale von 10,9 Millionen € festgestellt worden. Das ist einmal so eine Hausnummer. Da kann man sehen, da ist noch einiges mehr zu machen. Es geht konkret um den Ressourceneinsatz. Es geht um Baukostenüberschreitungen. Es geht um Bauzeitenüberschreitungen. Und was nach wie vor fehlt in den Planungen für größere Investitionen, gerade für Bauten, ist sicherlich eine Betrachtung der Gesamtkosten, also nicht nur der Investitionskosten, was müssen wir ausgeben, um ein Gebäude zu bauen, herzustellen, sondern was kostet das denn im gesamten Lebenszyklus? Und wenn man sich das einmal anguckt, dann ergibt sich da ein interessantes Bild. Der Großteil der gesamten Kosten eines Gebäudes entsteht nicht durch die Herstellung,
sondern in der gesamten Lebensphase durch die Unterhaltungskosten, durch Heizkosten, durch Reinigungskosten usw. So das heißt, es ist durchaus sinnvoll, diese Betrachtung anzustellen und zu sagen, in den 50 Jahren, etwa 30 bis 50 Jahre Nutzungsdauer, wie sehen die Kosten da insgesamt aus? Und die Investitionsentscheidungen, die heute getroffen werden, müssen genau das mit betrachten, um die zukünftigen Haushalte nicht übermäßig zu belasten. Es gibt aber Gründe, warum das in einigen Gemeinden oder Kommunalparlamenten oder in den Planungsabteilungen der Verwaltungen auf kommunaler Ebene noch nicht so konsequent gemacht wird. Da müssen wir uns die mal genauer anschauen. Die hessischen Kommunen haben alle auf die Doppik umgestellt. Aber das Denken findet noch nicht in der Doppik statt. Das heißt, dieses Denken in, wir müssen immer auch die Abschreibungen betrachten, den Werteverzehr unseres Vermögens, unseres Anlagevermögens mit betrachten. Wir müssen auch die langfristigen Finanzierungen und die Folgen der Finanzierungen betrachten. Das beginnt erst jetzt, und daran müssen wir noch arbeiten. Zum anderen haben wir kleine Gemeinden, in denen diese Fach- und Sachkompetenz vielleicht gar nicht da ist. Es kommen immer neue Aufgaben auf die Kommunen, auf die Verwaltungen zu, gerade im Bereich Planung, Ausschreibung, Ausschreibung nach Vergaberecht, nach internationalem, nach EU-Vergaberecht, nach deutschem Vergaberecht und zusätzlich eben auch diese langfristigen Planungen von Investitionen. Es gibt aber auch Lösungsansätze. Die können nämlich sein, dass in diesem Bereich mehr fremdvergeben wird. Der Rechnungshof hat z.B. dargestellt, dass in der Stadt Herborn ein relativ hoher Prozentsatz von Fremdvergaben in dem Bereich stattfindet, 28%. Die haben aber auch die höchste Umsetzungsquote im Baumanagement. Das heißt, die haben eben durch diese Fremdvergabe auch sehr viel umsetzen können. Und für Kommunen ist eine Investitionsentscheidung und das, was im Vorfeld stattfindet, noch einmal etwas anderes als für private und Wirtschaftsunternehmen. Herr Hahn, Sie sind Jurist, ich bin Betriebswirtin mit Schwerpunkt Rechnungswesen, und Sie sprachen die Investitionsrechnung an. Man kann aber die Investitionsrechnung aus der Privatwirtschaft nicht eins zu eins übertragen. Denn in der Privatwirtschaft haben wir zukünftige Erträge, die beziehen wir ein in die Betrachtung. Bei kommunalen Gebäuden haben wir kommunalen Investitionen, wir haben einen Nutzen, den können wir oft nicht einmal quantifizieren, nicht in Zahlen darlegen. Und deswegen ist es auch viel schwieriger, dort alles zu betrachten, die Kosten und aber auch diesen Nutzen, der nicht in Zahlen darzustellen ist. Also müssen wir andere Instrumente finden, wie man da eine vernünftige Betrachtung und Berechnung anstellen kann. Ich bin sehr dankbar, dass der Innenminister eben dargestellt hat, dass diese Änderung stattfinden soll, und möchte noch kurz eingehen auf den Antrag der FDP. Da gibt es meiner Ansicht nach zwei Probleme. Eines wurde auch schon angesprochen, aber erst einmal ein Problem der Rechtsauffassung. Ich zitiere einmal den Kollegen Greilich aus dem letzten Plenum zum Thema Lehrerfortbildung. Dabei ging es darum, um eine Soll-Vorschrift, und er hat dazu Folgendes gesagt. Der Herr Minister wird mir als gelernter Jurist zustimmen. Man sagt flapsig, soll heißt muss. Wenn es keine konkreten Begründungen für Ausnahmen gibt, dann ist das ein Gesetzesbefehl, der strikt zu befolgen ist. Und das sage ich sehr deutlich, auch von der Kultusbürokratie. Das heißt, bei diesem Gesetz sagt die FDP, soll heißt muss, spielt überhaupt keine Rolle. Dieser Gesetzesbefehl ist unbedingt zu befolgen. Hier sagen Sie jetzt, wir müssen aus einem Soll ein Muss machen, weil das eben zwei ganz unterschiedliche Dinge sind. Frau Kollegin, etwas schwierig, Sie müssen zum Ende sagen, kommen. Elastische Rechtsauffassung. Das andere, ja, ich komme zum Ende. Der andere Punkt ist eben, dass die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass wir eine Rechtsverordnung, die in ein Ressort gehört, eben nicht durch die Legislative ändern können, ohne das zugrunde liegende Gesetz ebenfalls zu ändern. Das werden wir uns genau betrachten. Und ich denke, wir werden auch den Entwurf der neuen Verordnung, der geänderten Verordnung vom Innenminister genau anschauen und gemeinsam im Ausschuss beraten. Vielen Dank, Frau Kollegin Goldbach. Als nächster Redner hat schon Kollege Holschuh von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege. Danke schön, Frau Präsidentin. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Goldbach hat schon sehr viele wichtige und richtige Punkte angesprochen.
In einigen Bereichen gehe ich da wirklich auch konform. Allerdings komme ich auch in verschiedenen Bereichen zu anderen Schlüssen. Ich habe jetzt wirklich, bevor ich Landtagsabgeordneter wurde, in einer kleinen Kommunalverwaltung in der Finanzabteilung gearbeitet. Immer wenn man da einen Gesetzentwurf der FDP auf den Tisch bekommen hat und hat darüber geschaut, dann war man schon sehr skeptisch und hatte eine erhöhte Aufmerksamkeit. Aber wenn es dann noch in dem Bereich auch über die Überprüfung von Wirtschaftlichkeit in Verwaltungen geht und der gleiche Antragsteller da Veränderungen fordert, dann war die Skepsis bei allen, die in der Verwaltung tätig sind, besonders hoch. Das haben wir gesehen bei der Diskussion um den 121 HGO, also die wirtschaftliche Betätigung von Kommunen, aber auch bei vielen ÖPP-Projekten. Die FDP traut an der Stelle den Städten und Gemeinden keine Fähigkeit zu wirtschaftlichem Handeln zu. Das haben wir ja schon in vielen Berg und das sehen wir jetzt auch hier bei dem Antrag. Das bedient zwar wahrscheinlich die eine oder andere Stammtischmeinung, aber das hat mit der Wirklichkeit in den Verwaltungen von heute recht wenig zu tun. Natürlich wird heute allein schon, um den Anforderungen der DOPIG gerecht zu werden, umfänglich dargestellt, welche Kosten für die jeweilige Maßnahme detailliert entstehen und auch folgen. Anders macht das auch heute gar keine Kommunalaufsicht, keine Aufsicht mehr mit bei einer Genehmigung einer Maßnahme. Und selbst wenn sie das nicht einreichen, dann gibt es endlose Diskussionen mit der Aufsicht, wie sie solche eine Maßnahme überhaupt in den politischen Gang bringen. Ja, das spinnt, so würde ich es jetzt nicht formulieren, Herr Hahn, aber man kann schon die eine oder andere Äußerung auch des Hessischen Rechnungshofes sehr kritisch betrachten im Umgang mit den Verwaltungen. Vielleicht, und Ihre Initiative begründet sich ja auf diesen Vorschlag aus dem Bericht des Rechnungshofs, liegt es daran, dass der Rechnungshof oft auch die gleiche Betrachtungsweise hat, wie das die Verwaltungen haben. Und vielleicht liegt es auch daran, dass der Rechnungshof oft selbst zwar als Institution da ist, aber gar nicht in den Verwaltungen prüft, sondern dies an Wirtschaftsprüfer vergibt und die natürlich auch ihre ganz eigene Sicht der Dinge in den Verwaltungen haben. Wir kennen das aus vielen Prüfungsgesprächen. Die Welt des Rechnungshofs und der von ihm beauftragten Wirtschaftsprüfer ist eine andere als die der öffentlichen Hand und oft auch nicht kompatibel. Blindes Anwenden von Verfahren, die gerne oft von den Prüfern ins Spiel gebracht werden, helfen da nur bedingt. Meine Damen und Herren, als Maßstab der öffentlichen Hand ist es in aller Regel nicht Gewinnstreben und Steuervermeidung. Frau Goldbach ist da auch noch einmal darauf eingegangen, vorrangig zu betrachten, sondern es geht in der öffentlichen Verwaltung auch darum, eben den Gesamtnutzen der Maßnahmen zu sehen. Und da ist nicht jedes Verfahren dazu geeignet. Aber, meine Damen und Herren, das Problem bei der Entscheidung, ob ich eine Maßnahme umsetze oder nicht, das hängt doch im ersten Schritt gar nicht von den Verfahren einer Wirtschaftlichkeitsberechnung ab, sondern das hängt davon ab, ob ich überhaupt noch so eine Baumaßnahme oder eine Investition überhaupt in Betracht ziehen kann. Jeder von uns, der auch kommunalpolitisch aktiv ist, weiß, dass die Gebäude sich oft in einem schlechten Zustand befinden. Aber auch die Finanzausstattung, das haben wir heute Morgen diskutiert mit den Investitionen, die lässt es in den Städten und Gemeinden doch oft gar nicht zu, wichtige Instandhaltungsmaßnahmen zum Vermögenserhalt oder zur Vermeidung bzw. Senkung von Folgekosten zu investieren. Es stehen doch für wertsichernde Instandhaltungsmaßnahmen notwendige Sanierungen oder gar für Ersatzinvestitionen die erforderlichen finanziellen Ressourcen gar nicht zur Verfügung. Und natürlich zerbrechen sich die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, die Kolleginnen und Kollegen Land auf, Land ab den Kopf, wie sie es hinbekommen, mit den Mitteln, die sie aus den Haushalten herausquetschen, unterschiedliche Beschaffungsvarianten, individuelle Strategien zu entwickeln, mit denen sie den maximalen Nutzen für ihre Stadt und für ihre Gemeinde erreichen. Wir können gerne im Ausschuss darüber diskutieren. Und der Minister hat es angesprochen, dass wir die ganze GmbHVO bis Ende des Jahres auch noch einmal diskutieren. Da gibt es sicher noch viele, viele Ansatzpunkte, wie wir mit künftig auch umgehen, wie die Verwaltungen entsprechend mit der GmbHVO arbeiten können. Die Aussage der Städte und Gemeinden in der Prüfung gegenüber dem Rechnungshof, die Ermittlung der Folgekosten sei zu aufwendig und steht in keinem Verhältnis zum erwarteten Nutzen, kann man natürlich nicht generell teilen. Aber es gibt schon in vielen Fällen die Neigung dazu. Der vorgelegte Entwurf der geht natürlich von unserer Seite auch an dieser Stelle zu weit. Eine Ist-Vorschrift benötigen wir nicht. Eine Soll-Vorschrift würde an der Stelle vollkommen, oder reicht an dieser Stelle vollkommen aus. Also wir sehen da keinen Bedarf der Änderung. Aber, und das glaube ich, das ist auch deutlich geworden in dem, was ich bis jetzt angeführt habe, der Vorschlag der FDP bzw. des Rechnungshofes geht an der Stelle viel zu weit.
Die bisherige Regelung lässt den Verwaltungen die notwendige Flexibilität, die Vorschrift anzuwenden, und lässt die Kommunalpolitiker nicht aus ihrer Verantwortung, die entsprechenden Parameter für ihre Entscheidungen heranzuziehen. Ich glaube eher, der Gedanke, diesen Paragraphen an der Stelle zu ändern, ist dem geschuldet, dass die Wirtschaftsprüfer und die Fremdvergabe, ist auch angesprochen worden, mehr und künftig in den kleinen Verwaltungen Arbeit bekommen. Und allein durch die Tagessätze der Wirtschaftsprüfer wird dann die eine oder andere Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen sehr, sehr infrage gestellt. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Holtschuh. Als nächster Redner spricht nun Kollege Bauer von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Kommunalbericht des Hessischen Rechnungshofes ist es wert, genau studiert zu werden. Das haben wir getan, das tut die Landesregierung, die FDP und andere haben das auch getan. Das ist gut so. Und was der Rechnungshof hinsichtlich der Berücksichtigung von Folgekosten für Investitionen festgestellt hat, ist in der Tat bedenklich. Es wurde bereits erwähnt, keine von 13 ausgewählten Kommunen kalkulierte nach Einschätzungen des Rechnungshofs bei insgesamt 39 ausgewählten Einrichtungen die Folgekosten vollumfänglich. Auch 90 von 114 geprüften Bauprojekten wurden, so jedenfalls die Feststellung des Rechnungshofes, ohne systematische und konsequente Ermittlung aller projektbezogenen Folgekosten durchgeführt. Und so ist es nicht verwunderlich, dass der Rechnungshof bei 76% der ausgewählten Einrichtungen eine Kostenüberschreitung zwischen geplanten und tatsächlichen Anschaffungskosten feststellen musste. Dieses Prüfungsergebnis gebietet in der Tat Anlass für Überlegungen, wie gewährleistet werden kann, dass sorgfältiger mit Steuergeldern umgegangen werden kann. Dass das Problem im Grunde schon gelöst ist und wir uns die Debatte sparen können, hat der Minister durch seine Einlassung bereits erläutert. Der Entwurf, der ja zeitlich bis zum Jahresende begrenzt ist, wird derzeit überarbeitet. Der Änderungsentwurf wird erneut den Kommunalen Spitzenverbänden zugeleitet, und das Problem wird auf diesem Wege sicherlich einer guten Lösung zugeführt. Aber ich möchte betonen, dass bereits jetzt schon der § 12 der Gemeindehaushaltsverordnung schon bisher die Haushaltsgrundsätze von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit kennt, indem er nicht nur auf die Ermittlung der Gesamtkosten, sondern auch auf den Gesamtnutzen einer Investition berücksichtigt haben wissen will. Und wenn Folgekosten nicht genügend berücksichtigt werden können, müssen auch entsprechende Belastungen in späteren Haushalten dokumentiert und wiedergegeben werden. Das soll in § 12 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung geregelt werden und dort niedergeschrieben werden. Die Debatte ist bereits schon hier geführt worden. Die FDP beantragt, dass eine Sollvorschrift zu einer Pflichtvorschrift, einer Ist-Vorschrift umgewandelt werden möge. Ich bin kein Jurist, auf die Debatte lasse ich mich gar nicht ein, ob soll gleich ist es in diesem Fall. Aber jede finanzwirksame Maßnahme möchten Sie künftig ausnahmslos entsprechend umfangreich geprüft haben. Das deckt sich mit den Vorschlägen des Rechnungshofes. Das hat aber auch, die Kollegen haben es bereits erwähnt, erhebliche Folgen für die kommunalen Verwaltungen. Man muss nämlich abwägen, in welchem Verhältnis die Vorteile einer intensiven Prüfung zu den nachteiligen Kosten einer Prüfung, Sie haben es ja schon erwähnt, was Steuerberatungsbüros auch verlangen, ob das in einem ordentlichen Verhältnis steht. Wie soll eine solche Prüfung ausgestaltet werden? Welchen Umfang soll sie haben? Und lassen sich tatsächlich Kosten und Nutzen von kommunalen Liegenschaften so adäquat abstellen und abbilden, wie das hier gefordert wird? Der Gesamtnutzen einer kommunalen Einrichtung lässt sich oftmals nicht genau beziffern. Meine Damen und Herren, die Frage im Raum, die hier noch zu beantworten wäre, ist, kann der Gesetzentwurf der FDP hier eine Grundlage sein, über die man diskutieren kann? Ich glaube, nein. Ich muss darauf hinweisen, die Kollegen haben es schon angedeutet, rechtlich gibt es hier Bedenken, dass man hier einen Gesetzentwurf einbringen kann, der eine Verordnung ändert. Die Gemeindehaushaltsverordnung ist eine Ministerverordnung. Ihre Änderung ist damit grundsätzlich Sache der Regierung und nicht des Landtages. Es ist schon ein außergewöhnlicher Fall. Hier soll nicht im inhaltlichen Zusammenhang mit einem Gesetz auch noch eine Verordnung geändert werden. Vielmehr hat der Gesetzentwurf der FDP ausschließlich die Änderung einer Verordnung, also eines Exekutivaktes, zum Gegenstand. Das geht nicht, meines Erachtens, lieber Herr Kollege und ehemaliger Justizminister AD, Kollege Jörg-Uwe Hahn. Ich habe mir aufschreiben lassen, ich bin ja nur ein einfacher Religionslehrer, das Bundesverfassungsgericht hat hier klipp und klar dazu entschieden, ich darf zitieren,
Die Änderung einer Verordnung durch den parlamentarischen Gesetzgeber, unabhängig von sonstigen gesetzgeberischen Maßnahmen, ist unzulässig. Zitat Ende. Und genau das, was hier unzulässig ist, nämlich eine Änderung einer Verordnung, unabhängig von sonstigen gesetzgeberischen Maßnahmen, will hier die FDP. Ich darf zusammenfassen, wir sind uns eigentlich im Erreichen des Ziels einig. Es ist ein klassischer Fall von Problem erkannt, gut gemeint, aber schlecht gemacht. Und deshalb werden wir das sicherlich intensiv beraten, aber dem Gesetz sicherlich nicht zustimmen können. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Bauer. Als nächster Redner spricht nun Herr Kollege von Ooyen von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Herr Kollege. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Gesetzentwurf der FDP zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung ist das Ergebnis von Beratungen im Unterausschuss Finanzcontrolling, die sich aus dem Kommunalbericht des Rechnungshofes ergeben haben. Es mag etwas sperrig daherkommen, was die FDP hier vorschlägt. Nichtsdestotrotz lohnt es sich, hier etwas tiefer in die Beratung zu gehen. Worum es hier geht, sind Fragen, wie die Wirtschaftlichkeit von kommunalen Investitionen zu beurteilen ist. Den Kommunen soll hier ein bestimmtes Instrumentarium nahegelegt werden, das die Kosten von Investitionen über den gesamten Lebenszyklus einbeziehen und abschätzen soll. Ich gestehe, hier lohnt sich die weitere Beratung, allein schon deshalb, weil ich im Moment noch nicht absehen kann, ob die von der FDP vorgeschlagenen Gesetzesänderungen wirklich sinnvoll sind. Dafür sollten wir ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren anstrengen mit der entsprechenden Anhörung im Ausschuss. Das ist von allen auch so intendiert. Denn das, und das will ich ganz deutlich festhalten, es geht dabei eben nicht einfach um die Frage, wie geben die Kommunen weniger Geld aus, sondern darum, wie die Kommunen in die Lage versetzt werden, das Geld, was ihnen zur Verfügung steht, effektiv und effizient einzusetzen. Es kann also nicht darum gehen, den Kommunen neue zusätzliche Pflichten aufzuerlegen. Wenn wir hier zu zusätzlichen Aufgaben kommen, dann ist dabei eben zu berücksichtigen, ob die Kommunen überhaupt die Mittel haben, diese Aufgaben zu erfüllen. Angesichts der Schrumpfkurse, die sie über sich ergehen lassen mussten, die manche Kommunen durchgestanden haben, habe ich da so meine Zweifel. Vielleicht sollte zuerst die personelle Ausdünnung in den Kommunen beendet werden. Stattdessen müssen die fachlichen Kompetenzen im öffentlichen Bereich verstärkt werden. Es müssen für alle investiven Maßnahmen planerische, strukturierende und kontrollierende Kompetenz aufgebaut werden. Das hat für uns Priorität. Deshalb, wie gesagt, freue ich mich auf die weiteren Beratungen im Ausschuss. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege van Ooyen. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der ersten Lesung. Zur Vorbereitung der zweiten Lesung überweisen wir den Gesetzentwurf in den INA.